Ja, danke für die freundliche Begrüßung. Ich darf da noch selbst ein paar Vorstellungsworte zu meiner Person hinzufügen über die Thematik, also Linz im Mittelpunkt Bevölkerungsgeschichte habe ich schon ein dickes Buch geschrieben. Jetzt schreibe ich noch eins, das ein bisschen aktueller ist, über Migration und Identität geht und wo ein erheblicher Teil durch die Binnenmigration behandelt im Auftrag der Stadt Linz. Zum Zweiten, ich hatte schon mal die Ehre, bei Ihnen aufzutreten, nämlich vor 15 Jahren, Symposium über die Heimat, und erinnere mich, nicht nur Symposium über die Heimat, nachher auch eine emotionsgeladene Diskussion, Kameradschaftsbund, und war jedenfalls, das habe ich in steter Erinnerung, diese Veranstaltung. Hoffe, dass es auch heute eine spannende Diskussion gibt. Ja, zuerst mal, funktioniert das? Bevölkerungsentwicklung samt Eingemeindungen Linz im jeweiligen Stadtgebiet. Also ich beschränke mich im Wesentlichen auf Linz. Schauen wir, wie das mit der Zeit aussieht. Kann auch einen kleinen Abstecher in den Bereich Steyr machen, wo aber die Entwicklung nicht ganz unähnlich verlaufen ist. Da muss man sagen, dass der große Sprung dann in den Jahren 38 bis 45 passiert. Bis zu diesem Zeitpunkt, also das nehme ich auch gleich vorweg, ist der Einfluss der ländlichen Zuwanderung für Linz relativ groß. In der Zweiten Republik nimmt diese Bedeutung ab. Wir haben da gesehen, nochmal zurück, also Linz hat so 18.000 Einwohner in den 1820er Jahren. So sieht es damals aus. Nibelungenbrücke war eine Holzbrücke und hieß nicht so, sondern war eben die Brücke. Pferdeeisenbahn, Budweis-Linz-Gmunden und die maximilianischen Befestigungsanlagen bringen böhmische Arbeiter in den Raum Linz. Industrialisierung und Migration, also das Zeitalter der Migration, ist praktisch die Kaiserzeit unter der Regierung Franz Josefs. Wien ist da ein zentrales Beispiel. Graz, alle größeren Städte werden irgendwie zu Zuwanderungsstädten, so auch Linz. Linz wird zu einer Stadt mit zuerst vornehmlich einheimischer und dann vornehmlich fremder Bevölkerung. Der Hintergrund von dieser Statistik ist das sogenannte Heimatrecht. Der Heimatschein war das zentrale Dokument der Heimatzeit, der Kaiserzeit. Es gibt keine Inländer-Ausländer-Frage in dem Sinn, wie es sie heute gibt, sondern einheimisch-fremd war das Zentrale. Sozusagen ein verarmter, Hilfsarbeit oder Taglöhner aus Kollerschlag konnte unter den Gesetzen der Heimatberechtigung aus Linz abgeschafft werden und in seine Heimatgemeinde verbracht werden. Die Gemeinden waren zuständig für die soziale Absicherung. Das hat also mit Abstrichen 1819 ändert sich viel, aber eine bestimmte Bedeutung hat das bis 1938. Ja, das ist ein Heimatschein, also als Urfahr-Beispiel. Ab 1902 konnte man verbindlich in allen Gemeinden diesen ersitzen. Da sehen Sie die Unterschiede. Linz war eine Stadt, in der viel aus Oberösterreich zugewandert wurde, also vom Land. In Steyr war das ein bisschen anders. Im sonstigen Cisleithanien, das bedeutet im sonstigen Altösterreich. Und da sehen Sie, war die Zuwanderung nach Linz relativ gering. Nach Steyr viel stärker, war ein Industriezentrum, eine der Waffenschmieden. Kleinmünchen damals nicht Teil von Linz, sondern das sogenannte Manchester, unter Anführungszeichen, der Textilvorort von Linz, Oberösterreichs.
Herkunft der Wohnbevölkerung 1910 sehen Sie nochmal. Die größte Gruppe hat den Geburtsort in Oberösterreich, Stadt Linz, 32-33%, Böhmen 7,4%. Das sind zum Großteil südböhmische Zuwanderer, die deutschsprachig sind. Tschechische Zuwanderung ist vergleichsweise gering. Linz war zu der Zeit eine deutschnationale Stadt. Im Zusammenhang mit dem Kurienwahlrecht, das war kein gleiches Wahlrecht, sondern ein gewichtetes. Es gab damals mehr Elemente der Exklusion als der Inklusion, massiven Antisemitismus als kulturellen Code, offene Wertschätzung von Zuwanderern und Zuwanderinnen deutschen Blutes aus ländlichen Regionen Oberösterreichs und Südböhmens. So schaut es aus, Linz um 1900, der Bahnhof, für Zuwanderung natürlich wichtig. Es gibt schon eine Automobilpost, in der man mitfahren kann, ab 1908. Linz hat schon Industrieansiedlungen, ist zwar kein Industriezentrum wie Steyr, aber entsprechend ist auch entsprechend attraktiv für Zuwanderer. Wir haben Zuwanderung aus ländlichen Regionen, in erster Linie aus dem Müllviertel, aus der Umgebung von Linz, Linzland. Innviertel, also in dieser Reihenfolge Südböhmen, Hausruckviertel und Traunviertel. Beim Müllviertel, das ist sozusagen ein zentrales Reservoir, muss man sagen, dass das oszilliert bis 1938 zwischen 14 und 23% der Linzer Bevölkerung. Heute sind es bedeutend weniger. Heute ist dieser Prozentsatz auf unter 10% gesunken. Das wäre Weitersfelden. Wie ist das die Abwanderungsregion? Ländlich, Weiler, das ist das Reservoir, etwa Forstarbeiter. Es gibt da Arbeiten aus dieser Zeit, wenn der Borkenkäfer etwa in Südböhmen wütet oder im Müllviertel, dann kommt es zu einem, dann rechnet man mit einem stärkeren Zuzug nach Linz. Das ist der deutschnational dominierte Gemeinderat mit den Bürgermeistern Eder und Dinghofer. Dinghoferstraße ist ja bekannt. Versteht sich nicht von selbst, warum war Linz nicht christlich-sozial wie Wien? Hatten auch eine glatte Mehrheit über das Kurienwahlrecht. Die Kirche stand dazu in Opposition. Doppelbauer ist heftigen, der Bischof, der damalige, war heftigen Angriffen wegen der Existenz tschechischer Predigten in Linz ausgesetzt. Er hat auch dagegen plädiert, dass im oberösterreichischen Landtag Deutsch als einzige Landessprache deklariert wird. Das ist aber geschehen. Der Tscheche und der Jude waren in der damaligen Zeit sozusagen die Feindbilder. Hitler wird in der Zeit in Linz und in Wien sozialisiert. Wenn Sie Mein Kampf lesen, da kommt immer wieder die Einlassung, sozusagen, er stellt Linz und Wien einander gegenüber. Wien ist eine Stadt mit Juden, Slawen, Ungarn, Kroaten, ein vergiftetes Bevölkerungsgemisch. Linz ist das Gegenmodell, die Provinzstadt mit dem gesunden, bäuerlichen Bevölkerungshintergrund. Es gibt auch andere, die etwas geschrieben haben, die Beschreibungen gegeben haben. Müllviertel war in der Literatur und in den Quellen durchaus ein Thema. Ich werde Ihnen eine kleine Beschreibung vorlesen aus den Erinnerungen von Henriette Heil. Es war ein Zuwandererkind, die Eltern kommen aus dem Müllviertel, wächst auf am Römerberg, war Wandermusikantin im Müllviertel und sie beschreibt als Kindheitserinnerung das Haus Donatusgasse Nummer 15, Zitat, das abseits der Stadt etwas Ländliches an sich hatte. Wir waren 13 Parteien. Hier wohnten die Gestrandeten, Enttäuschten und Enterbten. Die meisten kamen aus dem Müllviertel. Viele hatte die Schande aus den Dörfern in diese Wohnstätte gejagt. Der Selbstmord eines Familienmitglieds, ein verlorener Prozess, Verleumdung und Rachsucht. Es wohnt der Schandfleck, neben dem der unverschuldetes Leid trug,
die überstandige Jungfrau, die Kinderreichen, die Witwe neben der ledigen Mutter, der angesehene Professionist, der Tagdieb und Säufer, der Leichtsinnige und Unglücksrabe. Hier wohnen Knecht und Magd, die geheiratet hatten und in der Stadt ihr Brot suchten, der benachteiligte Bauernsohn, der vom Hof seines Vaters träumte und in der nahen Brauerei als Ochsenknecht diente, ein abgehauster Wirt aus Helmondsöden und Bierausführer, der meist zur Abend- oder Nachtzeit mit schweren Rössern den Haselgraben hinaufzockelte, um volle Bierfässer an die verschiedensten Orte und Wirte zu liefern. Er hat uns später so manches schöne Wanderziel im Mühlviertel verraten. Hier hauste auch die sesshafte Tochter umherziehender Leute, die am Tag mit gestärkter weißer Flügelschürze und eben solchem Unterrock als Maurerweib die schweren Schaffeln auf dem Kopf trug. Und abends bis tief in die Nacht im goldenen Schlitten oder beim Sandwirt mit Handlangern und Soldaten tanzte. Eine halbblinde Bettlerfamilie hatte sich angesiedelt. Das Mädchen hieß wegen ihres Stotterns die Fafafani. Trotz ihrer engen Wohnung beherbergten sie auch noch die Schwester der Frau. Sie diente tagsüber einer Herrschaft auf der Gugel. Sie war ein ältliches, stilles Fräulein, da sie die Eigenschaft hatte, sich am freien Sonntagnachmittag mit Mascherln, Spitzeln und Schillernden aufzuputzen, nannten wir sie die Perlhen. Kurze Zeit wohnte auch eine winzige, jähzornige Person, die Kreuzmäurerin, in einer der Dachkammern. Als sie dahinter kam, dass sie von den Hausleuten Doppelliter genannt wurde, zog sie bald wieder aus. Es war ein Haus der Armen. Die Wohnräume waren klein und feucht, der Zins war nicht gering, wer nicht zahlen konnte, wurde delogiert. Die offenen Aborte befanden sich jeweils am Ende eines Ganges, hatten eine Glastüre und nur ein Vorhang trennte vor eventuellen Zuschauern. In weiterer Folge, wenn Sie sich diese Erinnerungen genauer ansehen, wird aber auch aus anderen Quellen deutlich, dass es so etwas wie eine pejorative Bewertung dieser Müllviertler gab. Als Wissenschaftler muss man sich anschauen, was passt da dazu an Konzepten. Da möchte ich hinweisen auf die Arbeit von Norbert Elias und John Scotson, das Konzept der Etablierten und Außenseiter, wo sozusagen ethnische Fremdheit keine Rolle spielt, sondern das Früher und Später einer Ansiedlung, wo er an ganz anderen Beispielen festmachen konnte, dass allein dieses Früher und Später, dieses etabliert und sich gefährdet fühlen durch Neuankömmlinge, ohne dass eine ethnische Grenze hier eingezogen wäre oder eine kulturelle Fremdheit, dass das ein Grund dafür ist für durchaus massive Auseinandersetzungen, die es später in der, wir werden das dann noch sehen, durchaus gab. Ja, jetzt Zwischenkriegszeit, wie sieht es da aus? Bruch im Zusammenhang mit dem Zerfall der Habsburger Monarchie, muss man konstatieren. Dann gibt es einen politischen Bruch in Linz und in Oberösterreich in den Städten erringt die Sozialdemokratie die politische Hegemonie aufgrund des freien, gleichen, geheimen Männer- und Frauenwahlrechts. Die regionale Zuwanderung, also ausländische Zuwanderung aus dem Ausland gibt es kaum, mit Ausnahme Böhmens. Regionale Zuwanderung nahm zu, insbesondere aus dem Müllviertel und dem Innviertel. Die Konfliktsituation ländlich-urban spitzte sich zu. Linz wird sozialdemokratisch. Bis 1919 gibt es einen deutschnationalen Bürgermeister. Ab dann Bürgermeister Gruber, Nationalrat Koreff, der später sind Leitfiguren der Sozialdemokratie gewesen und haben eine absolut urbane Ausstrahlung. Oh ja, das kann man schon erkennen. Da sehen Sie die Veränderungen. Die Zahl der Linzer, sozusagen derer, die so etwas wie ein urbanes, linzerisches Stadtgefühl tragen können, die hat zugenommen. Die Zahl steigt auf 45.000 Personen, die in Linz geboren sind. Die Zahl der Zuwanderer aus dem sonstigen Oberösterreich, großteils vom Lande, steigt auch von 28.000 auf 50.000. Aber der Prozentsatz tendenziell sinkt. Schauen wir, Böhmen bzw. Tschechien hat mit 7.200 Personen noch im Jahr 34 eine relativ große Zahl. Großteils handelt es sich um
Deutschsprachige aus dem südböhmischen Raum. Die sollten noch eine Rolle spielen zum Teil. Krise und Preisverfall in der Landwirtschaft führte zu dieser starken Abwanderung. Zum Teil, also das Statistische Amt spricht teilweise von 20.000 Müllviertlern und Müllviertlerinnen in der Stadt. Die gründen Vereine, es gibt Organisationen wie die Holzknecht oder die Innviertler. Die unvermeidlichen Witze, Theaterstücke, Sketches, in denen Müllviertler parodiert werden. In der Zeit spitzen sich auch die politischen Gegensätze zu zwischen links und rechts. Landtagsdebatten gibt es über die 20er und 30er Jahre, heftige, wo es etwa um Dinge geht. Ich sage das nur, weil das eine zeitlose Sache ist, offenkundig. Es gibt eine Kruzifixdebatte in den 20er Jahren. Es geht ums Beten, das verpflichtend sein soll, in sozusagen als Teil der Hausordnung, wenn jemand ein Knecht oder eine Magd ist, aber auch auf städtischem Gebiet, dann sei es verpflichtend, dass man Rosenkranz betet. Dagegen wurde opponiert, das Gesetz ist aber mehrheitlich beschlossen worden. Dagegen hat sich so etwas wie urbane Arbeiterkultur in Linz herausgebildet, das war auch ein Ziel. Gibt es Ideologen dieser Entwicklung mit zum Teil Monumentalaufführungen oder mit einer spezifischen Arbeiterkultur oder hier ein Radio-Arbeiterclub? 27 verschärfen sich die Auseinandersetzungen, alle Räder stehen still. Dann gibt es diesen Gegensatz, in Wien ist er am stärksten ausgeprägt, aber auch in Linz haben sie eine Menge an Quellen, die das zeigen. Hahnenschwanzler, Heimwehr, da kommt es doch zu einer Reihe von gerichtsanhängigen Vorfällen, Auseinandersetzungen. Heimwehr ist eine Alternative für Leute, die auf dem Land leben und arbeitslos oder teilweise arbeitslos sind, aber großteils aus bäuerlichen Milieu kommen. Jetzt Müllviertel der 30er Jahre, sind werden das wahrscheinlich wissen, aber die Sozialgesetzgebung, die für Arbeiter und Angestellte in Linz etwa gilt, gilt für das Gesinde auf dem Land nicht. Es gibt also keine Arbeitslosenversicherung, es gibt keine Krankenversicherung, sondern sozusagen das Wohl und Wehe des Dienstgebers. Etwa in Windhag ist bis in die 30er Jahre, ja bis Hitler, das Zehentheuen für den Pfarrer üblich, das heißt Gratisarbeit für den Pfarrhof. Das führt natürlich auch zu Erbitterung. Gleichzeitig in dieser Krise bis in die 30er Jahre, Ortmeier hat das sehr gut beschrieben und es gibt einfach viele Quellen dazu, bis zur Weltwirtschaftskrise wurden von den Bauern mehrheitlich die Knechte und Mägde im Winter auf den Höfen behalten. Danach wurden sie davon gewiesen. Die Folge ist Armut, Bettelei, Vagabondage, Abwanderung, Verbitterung, Flachsarbeiten hier. Weibliche Arbeitskräfte waren häufig sehr schlecht bezahlt, in unzureichender Form untergebracht. Es gibt auch Literatur über diese Lebensverhältnisse. Bekannt ist vielleicht der Josef Buttinger, der dann der Vorsitzende der revolutionären Sozialisten geworden ist. In Deutschland geboren, aber im Innviertel aufgewachsen. Schneegattern gearbeitet und, glaube ich, in St. Johann am Walde, also in Seiger Hansa, beziehungsweise in der eine Reihe von Beschreibungen gegeben hat, aber auch Lorenz Genner, damals Sozialdemokrat, später Kommunist und Unterstaatssekretär, beschreibt in einer langen, zwölfteiligen Reportage Arbeitsverhältnisse im Müllviertel. Zuspitzung in den 30er Jahren, Schutzbund versus Heimwehr, urban versus ländlich, bäuerlich versus unterbäuerlich, Gesinde.
Februar 34 ist, wie ich ihn lese, mit den Auseinandersetzungen Heimwehr-Schutzbund auch eine Auseinandersetzung Stadt-Land. Sie müssen, das muss man etwa hinzufügen, das ist wahrscheinlich nicht so bekannt, aber schon vorher, es gibt Heimwehraufmärsche in Linz, etwa 6000 Heimwehraktivisten, die größtenteils von Land kommen. Linzer Bürgermeister Gruber hat also öffentlich eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, mit denen werden wir schon fertig, die Müllviertler können uns in Linz gestohlen bleiben. Es geht weiter. Bürgermeister Gruber äußert zum Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Partei am 6. November öffentlich im Gemeinderat. Sie sind eine Dreckpartei, eine Saupartei, die vom Lande kommt, die nicht wert ist, dass sie angespuckt wird. Es gibt dann auch Auseinandersetzungen, Verbalinjurien in Gerichtsakten. Da geht es um Rotzlöffel vom Land, Bauernsau und Ähnliches. Der zuständige Polizeidirektor Scholz in Linz wird beschuldigt, dass er in erster Linie Bauernburschen einstelle. Scholz muss weg, war damals eine zentrale Forderung der lokalen Sozialdemokratie. Also Februar 34, Sie wissen, was da geschehen ist. Sie wissen auch, wer diese Auseinandersetzung gewinnt. Dollfuß war schon Bundeskanzler und wir haben dann eine Diktatur. Die anderen Parteien werden verboten. Im Jahr 34 kommt die Gesellschaft nicht zu Ende. Juli Putsch der Nationalsozialisten 34. Dollfuß stirbt im Zuge dieser nationalsozialistischen Putschversuchs an einer Schutzverletzung. Landeshauptmann Gleisner wird eingesetzt, Bundeskanzler Schuschnigg, das ist dann das Regime des autoritären Ständestaats, eine Diktatur, katholisch geprägt und mit einer Opposition, die aus Sozialdemokraten besteht, aber auch aus Nationalsozialisten, hier in informeller Uniform, weil die Uniform offiziell verboten war, weißes Hemd, Lederhose, weiße Stutzen. Wenn man sich die Verhafteten des Juliputschs 34 in Linz ansieht, beziehungsweise im Großraum Linz, kommen sie auf einen Anteil von Knechten von rund 40%. Nationalsozialisten, die illegalen Nationalsozialisten werden zu einer zentralen Gruppe, werden interessant für Knechte. Während Bauernburschen, Bauern in erster Linie christlich-sozial, sind und bleiben. Da gibt es auch ganz heftige Auseinandersetzungen. Ostmärkische Sturmscharen, das ist eine christlich-soziale Organisation. Blut fließt auch bei diesen Auseinandersetzungen. Und diese knechtischen Gruppen, die eben bis 38 absolut unterprivilegiert sind, sind sehr stark bei den Nationalsozialisten repräsentiert. Und da sehen Sie auch, also später aus dem kann man sehen, dass rund 20% zuzurechnen sind diesen unterbäuerlichen Schichten. Aber zweite Geschichte ist, wer sind die illegalen Nationalsozialisten vor 38? Und da sehen Sie, rund zu 20% bestehen sie aus Linzern, die Personen, die in Linz geboren sind. Zu einem größeren Prozentsatz aus Personen, die aus Oberösterreich zugewandert sind. Relativ starke Gruppe bilden, also bei sonstigen, das ist zu einem erheblichen Teil Leute, die aus dem Ausland kommen, auch aus Südböhmen. Sie haben einen Anteil von 15-20% von Personen aus Südböhmen und Sie sehen zu einem späteren Zeitpunkt etwa ja dominante Figuren, wo der Anteil dieser Deutschböhmen auf an die 40% geht. Okay, das wäre mal der erste Durchgang.
Wie geht es in S-Jahren weiter? Es gibt Quellen, die zeigen, dass also, da sehen Sie mal, also diese Leute, die Sie zuerst in der illegalen Parteiuniform gesehen haben, 38, 39 wird das Gedenken hier hochgehalten. Was aussieht wie ein schlechtes B-Movie aus Hollywood, ist Realität. Hauptplatz, März 38, es ist der lokale Auftritt der ehemals illegalen NSDAP, Lederhosen, weißes Hemd, weiße Stutzen. Bis 39, 40 macht man das. Tracht und volkstümliche Ausprägung sind sowieso obligatorisch. Hitlers Ankunft in Linz, man versucht sofort an Volkskultur anzuknüpfen. Man muss sagen, in sozialdemokratischen Jahren wurde kein Maibaum aufgestellt, übrigens auch in Linz. Nach 45 nicht, bis dann in den diese Maibaum-Geschichte über private und über Wirtschaftsorganisationen dann wieder aufgestellt wurde. Aber Nationalsozialisten haben sofort, Maibaum war von großer Bedeutung. Im Schrifttum wurde das oberösterreichische, also städtisch-urbane an Linz, gewiss, man wollte es zu einer Kulturmetropole machen, aber es gab sehr viel Hinwendung zur kleinen Stadt, zum bäuerlichen Hintergrund. Stichwort wäre dann auch Provinzialisierung der Provinz. Es ging eben darum, sozusagen die im Gegensatz zu Wien, offenkundig hat das alles Hitler persönlich und auch andere Eliten sehr stark geprägt, die Wien-Abneigung ging es sozusagen um die Hervorhebung der Provinz. Da sehen Sie ein paar Zahlen zur Entwicklung der Bevölkerung. Die steigt auch sehr stark an durch die vielen Ausländer und Zwangsarbeiter, die es in Linz gegeben hat. Aber es gibt eben auch die ländliche Zuwanderung. 38, 39 fahren die Nationalsozialisten mit Lastwagen in die Dörfer des Müllviertels. Da wird der Tisch aufgestellt und die Arbeitskräfte rekrutiert für den Aufbau der Göringwerke und anderer unter anderem. Sie sehen, mobilitätsmäßig ist das ein Tollhaus. Jahr für Jahr ziehen 60.000 zu, 30.000 weg, innerstädtische Mobilität von 25.000, das heißt, die Stadt ist hoch mobil. Da sehen Sie dieses Konzept der Entprovinzialisierung der Provinz. Der Gau Oberdonau wurde deutlich vergrößert, ebenso wie Linz durch Eingemeindungen vergrößert wurde und der NSDAP Gau Oberdonau reicht weiter. Das ist also nicht das Territorium, sondern der Einflussbereich der Partei, nämlich bis Tabor, nicht unweit von Prag. Es gibt auch die Zuwanderung sehr vieler Deutschsprachiger aus dieser gesamten Region, womit sie dann diese Statistik erklärt haben, warum da so ein erheblicher Teil von Deutschböhmen Mitglied ist. Das ist die Karte, wie weit das eben hinauf reicht. Gauleiter Eygruber ist geboren in Steyr. Hat also als Gauleiter sehr hohen Einfluss, sehr große Macht, auch im Rahmen dieses Polykratiesystems. Linz war ein Parteizentrum, aber unter der Hegemonie des Gaus. Das ist die alte Arbeiterkammer in NS-Zeiten als Parteiveranstaltungslokal umfunktioniert. Industrie und Zwangsarbeit. Ich habe schon gesagt, die Göringwerke, Stickstoffwerke, ein großes Geflecht. Linz wird Zentrum der Göringwerke in der Ostmark mit ausländischen Arbeitskräften, aber auch mit Arbeitskräften aus dem sogenannten Altreich und aus ländlichen Regionen. Gigantische Bevölkerungszunahme von 112 auf über 200.000, von 24 auf geschätzte 70. Das sind Schätzungen und in St. Valentin, das ist dieses Triangel der Waffenindustrie. Unzählige Baracken in der Nähe der Großindustrie. Jetzt kann ich meinen Steyr-Sidestep machen. Politische Auseinandersetzungen in Steyr.
Das ist eine alte Industriestadt, aber doch mit starkem ländlichen Einfluss. Italienische Zuwanderung gibt es dort. Sie wissen um die Krise, die entsteht nach dem Ende der Waffenfabrik. Österreich darf keine Waffen mehr erzeugen. Man macht eine Automobilfabrik drauf, die kommt in die schwere Krise in den 30er Jahren. Und nahezu, Sie haben Berichte über 60-70% befürsorgte Bevölkerung in Steyr. Massive Auseinandersetzungen zwischen Heimwehr und Nationalsozialisten. Das ist, Steyr ist gerade ein Hotspot in dieser Hinsicht. Blutsonntag, dessen noch eben in der NS-Herrschaft dann gedacht wird. Schwere Wirtschaftskrise mit dem Kleinwagen, dem Steyr-Baby aus der Krise. Da sehen Sie, die enorme Zuwanderung aus ländlichen Regionen schlägt sich in Steyr nieder in ein Oszillieren in der Bevölkerungsziffer. Und da sehen Sie in der NS-Zeit den ganz massiven Anstieg, vor allem gegen Ende der NS-Herrschaft. Das ist einfach nur die Referenzzahl. Heute hat Steyr 38.000 Einwohner. Ja, ich glaube, meine dritte Partiale geht sich noch aus. Bin aber in einigen Minuten auch schon am Ende. Linz während der Zweiten Republik. Zuwanderung, Flucht der Volksdeutschen. Da muss man auch hinzufügen, das ist eine von Personen aus ländlichen Regionen vorrangig. Ab 1955 haben sie wieder starke Zuwanderung aus dem Mühlviertel. Vorher war es sowjetisch besetzt. Ab den 60er Jahren zugleich starke Pendelwanderung. Heute, ausländische Zuwanderung ist quantitativ stärker als die Nahzuwanderung. Dies wird im Selbstverständnis der Stadt nicht entsprechend umgesetzt. Das wären Rumänien-Deutsche aus Siebenbürgen, von denen schon die Rede haben. Linz wird da ein Zentralort aus verschiedenen Gründen, die wir in der Diskussion besprechen können. Großes Flüchtlingsproblem in den oberösterreichischen Städten nach 1945. Zum Teil haben sie es selbst erlebt. Sie werden das also aus erster Hand wissen. Die Statistik sagt uns, 1945 gibt es rund 900.000 Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen und 1 Million Landfremde, inklusive der amerikanischen Soldaten. Also kann man sich das ja ungefähr vorstellen. Linz-Trends, ab 50 erfolgt eine Konsolidierung, hohe Geburtenrate, kaum Arbeitsmigration vor der Hand aus dem Ausland, Zuwanderung aus Oberösterreich wieder, circa ab 1970 merkbare Trendänderungen, nachhaltige Änderungen, 1989-90. Mit Föst Wirtschaftsaufschwung, die verstaatlichte ab den 50er Jahren. Da sehen Sie, und das ist wohl kein Zufall, dass dieser Arbeiter einen Steirerhut trägt. Ich nehme an, dass der aus einer ländlichen Region kommt, ebenso der Herr im Hintergrund. Sie haben auch, das ist eben etwa eine ganze Partie von Leuten, die um 1950 schon von Münzkirchen nach Linz in die Föst fahren. Jetzt muss ich das ein bisschen kurz in Beziehung setzen zum Ausländeranteil, denn der Ausländeranteil in Linz ist relativ gering. Ich sage jetzt, natürlich steigt er an, auch in der in den 70er Jahren, in der Boom-Konjunktur nimmt auch die Föst und die Stickstoffwerke Gastarbeiter auf, aber in einem beschränkten Ausmaß. Großteils sind in der Verstaatlichten die Arbeitsplätze für die Inländer reserviert und ab 1975 werden Ausländer in der Föst auch wieder stark abgebaut. Weil heute jemand nach dem Geburtenanteil gefragt hat, also da sehen Sie bis 97 zumindest, habe ich das ausgearbeitet, da sehen Sie den Anteil der Ausländer und den Anteil der Geburten ausländischer Frauen, die also etwa bei einem in 1:2 stehen. War der Anteil der Bevölkerung etwa 10% im Jahr 1997 der ausländischen, dann waren der Anteil der Geburten 20% im gleichen Jahr. Die Tendenz ist aber etwas rückläufig.
Immer mehr Jungfamilien kehren Linz den Rücken. Das war ein Politikum, da wurde gestritten über den Inhalt und ob man das so debattieren könne. Vom Statistischen her muss man sagen, ja, kann man, denn das ist ein Fakt. Wenn Sie sich jetzt die Statistik anschauen, sie ist für alle Jahre in etwa ähnlich. Sie sehen, es gibt einen Zuzug nach Linz, nach wie vor von Linzland, von Urfa-Umgebung, von Inländern. Sie sehen, es gibt auch einen Zuzug von Ausländern, die am Land leben. Also das Ganze ist ja Linz, Wels, Steyr und auch die umgebenden Bezirke zum Teil schon ein Geflecht, in dem eben hochmobil sich Menschen bewegen. Ausländische Zuwanderung sehen Sie unten auch, dass die eine erhebliche ist. Dann bei den Wegzügen sehen Sie eben, dass diese die Zuzüge überwiegen. Die Österreicher, die aus Linzland kommen, die also da wandern mehr nach Linzland ab als zuwandern. Desgleichen ist es bei Urfa-Umgebung, das ist die zweite Top-Abwanderungsdestination. Sie sehen auch bei den Ausländern, die etwa wandern 600 Ausländer nach Linzland ab oder also im beschenkten Ausmaß gibt es das Phänomen der Suburbanisierung auch bei ausländischer Wohnbevölkerung. Wanderungsdifferenz zeigt es dann sehr deutlich. Inländische Bevölkerung hat ein glattes Minus in den Bezirken Linz-Land und Urfa-Umgebung, hingegen ein sattes Plus bei der ausländischen Zuwanderung. Das heißt in etwa, ein massiver Bevölkerungsverlust wird nur durch den Zuzug ausländischer Bevölkerung gewährleistet, währenddessen eben bei den Einheimischen die Abwanderung in die umgebenden Bezirke überwiegt. Dazu kommt noch eins, Linz ist eine Stadt der Pendlerinnen. Hypertrophe Industrie, aufgebaut in den Jahren 38 bis 45 für die Dimensionen des Großdeutschen Reiches. Nach 1945 unter der Mitwirkung der Amerikaner und des Marshallplans wurde der Standard gehalten. Linz hat sich zu einer Stadt entwickelt, dass mehr Personen nach Linz einpendeln, um hier zu arbeiten, nämlich 89.294 Personen, als Personen, die zugleich ihren Wohnort in Linz haben und nicht zu pendeln brauchen. Stellen Sie sich das vor, das ist eine Situation, die für eine Großstadt nicht alltäglich ist. Dementsprechend, auch da jetzt im Zuge von Linz 09, wo ich involviert war und auch in Ausstellungen Menge Diskussionen gehört habe, und immer wieder ist aufgetaucht, die Urbanität in Linz wird gebrochen durch starken ländlichen traditionellen Einfluss, Habitus, Kultur, da haben Sie einen Blick auf den Südbahnhof, der etwa ein ganz anderes Gepräge hat als die Wiener Märkte, Naschmarkt oder Brunnenmarkt. Traditionelle Elemente in der Selbstpräsentation bei offiziellen Anlässen, Goldhaube, die man im Alltag in Linz kaum sieht, wird offiziell gern getragen. Laptop und Lederhose ist zwar ein Slogan der CSU, wurde aber auch in Linz schon des Öfteren in Ansprachen gehört. Identität, Selbstpräsentation und Urbanität wird auch von Einflussfaktoren aus Politik und Wirtschaft mitbestimmt, muss man sagen. Und das umreißt das in etwa. Hier sehen Sie den Landeshauptmann, den Bürgermeister der Stadt Linz, der in einem Kräftefeld steht, das eben auch von Wirtschaftskräften mit beeinflusst wird. Linz hat zweifellos in den letzten Jahrzehnten versucht, an Urbanität zu gewinnen. Das steht außer Frage. Wissensturm gehört dazu. Abschließend möchte ich Müllviertler, ehemals sozusagen diese größte Gruppe, auch oft gescholten in Witzen und ähnliches, Ausländer, Kopftuch, einheimisch, fremd, ist das ein Gegensatz, prallen diese Gruppen aufeinander.
Ich habe versucht, bin dabei, da noch mehr Quellen und Material dazu zu finden. Insgesamt ist es so, dass sie in Linz 14,4% ausländische Wohnbevölkerung haben und 24,8% einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Also das sind sozusagen, wenn Sie wollen, nicht deutsch-muttersprachlich oder ist wieder ein anderer Begriff, aber Personen, die im weitesten Sinn aus dem Ausland zugewandert sind beziehungsweise ausländische Staatsbürgerschaft haben. Ja, wie schaut es in den Stadtteilen aus? Die Gruppen siedeln sich unterschiedlich an. Der Ausländeranteil in Urfa ist sehr gering, währenddessen er in Linz-Süd ziemlich hoch ist. Umgekehrt, wenn man sich, was man festmachen kann, weil so eine Statistik in der Form gibt es für Zuwanderer aus den ländlichen Regionen nicht, aber es gibt Hinweise über das statistische Amt, es gibt für manche Jahre spezielle Auswertung und man kann sagen, dass etwa Zuwanderer aus dem Mühlviertel sich überdurchschnittlich stark in Urfa ansiedeln. Und das heißt, die beiden Gruppen segregieren sich in der Form, dass sie in großer Anzahl nicht zusammenleben in den gleichen Vierteln. Jetzt habe ich, das ist laufende Arbeit, zurzeit 10 Interviews gemacht mit Leuten aus der Migrantenszene, die sprachlich und von ihrem, die also auch einen Überblick haben über die Situation, Interviews geführt und dabei auch angesprochen die verschiedenen Stadtteile. Und durchgehend wurde dabei als Erfahrung kundgetan, dass man sich eigentlich Auseinandersetzungen, Insultierungen irgendwie, ja, man halte sich gerne in Urfa auf, zum Spazierengehen, das Sein. Keine Konflikte eigentlich im Wesentlichen. Das wird sehr positiv, wenn jemand darauf eingeht, wenn ich jemanden mit der Frage dazu nötige, genauer darüber nachzudenken, dann kommt das raus. Währenddessen es in Linz-Süd, da gibt es die Konflikte, da gibt es massive Auseinandersetzungen. Das ist zumindest das, was ich jetzt über Interviews habe. Mal sehen, so, ob sich über Kontakte mit den Soziologen auch eine kleine Studie machbar ist mit Studenten. In Wien hat man eine Untersuchung gemacht, sich angesehen, wie ist die Situation in Straßenbahnen, in U-Bahnen, wie konfliktgeladen ist die Situation, wie Anführungszeichen jetzt weiß, ausländisch, einheimisch oder auch immer, ist eine Straßenbahn. Linz stellt sich die Frage, wann, wie und wo etwa, wer häufig fährt, so als Beispiel abschließender Teilnehmer an der Beobachtung, der sieht, in den Straßenbahnen entspannt sich das Klima ab der Nibelungenbrücke. In Urfa haben sie ein relaxteres Fahren. Kommen Sie nach Linz-Süd, hören Sie laute Worte, das ist ein Fakt, zumindest zu den bestimmten Zeiten. Wie gesagt, in Wien hat man das beforscht, ich bin Historiker, vielleicht kann ich die Soziologen dazu bringen, dass sie sich diese Sache mal genauer anschauen und möchte damit jetzt mit meinen Ausführungen schließen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus